Der Schweizer eine Silbermedaille schon geholt. Ja, für ihn geht es jetzt mal darum, hier das erste Mal nicht Vierter zu werden, sondern auf der Kurzbahn endlich mal eine Medaille zu gewinnen. Aber hier für mich der Shootingstar des Jahres im Deutschen Schwimmverband, Christian Diener. Tolle Leistung bei der Jugendweltmeisterschaft, aber auch jetzt Deutsche Meisterschaften dreimal gewonnen. Hier schon 23,66 geschwommen, also da müssen wir uns keine Gedanken machen, was das Rückenschwimmen angeht. Tja, der junge Cottbuser, der bei Jörg Hoffmann trainiert. Vitali Borisov aus Russland, Mirko Di Tora aus Italien. Miguel Rando aus Spanien. Hälfte der Weltmeisterschaft von Rom über die 50 Rücken. Und Stefan Herbst, der im vergangenen Jahr in Eindhoven ganz knapp den Bronzeplatz verpasste über die 50 Rücken. Also Christian Diener als Zweitschnellster des Halbfinals an der Seite von Flori Lang, der hier eine Medaille fest im Visier hat, der einmal Vize-Europameister wurde vor 3 Jahren auf der langen Bahn und auch schon mal Bronze holte mit der Lagenstaffel der Schweizer. 8 Jahre ist das her, aber noch nie eine Einzelmedaille geholt hat auf der kurzen Bahn. Hey, sieht man auch noch, dass Christian Diener, der ist noch recht jung, hat man gesehen, aber macht einen coolen Eindruck. 18 Jahre ist er. Ja. Deswegen hat er auch noch die Möglichkeit, Altersklassenrekorde zu schwimmen. Was er gestern gemacht hat mit 23,66. Ist Jugend-Europameister, Jugend-Weltmeister und Deutscher Meister. Christian Diener auf der oberen gelben Bahn. Also gewinnen meiner Meinung nach müsste hier Ashwin Wildeboer. Ist der erfahrenste über diese Distanz. Aber Flori führt, geht als erstes in die Wand. Ansonsten eigentlich sehr ausgeglichenes Feld in der Mitte. Flori jetzt zuerst oben auf Bahn 4, aber auf der 3. Ashwin Wildeboer, der hat den besseren Anschlag. Vor Flori Lang und Pavel Sankovic aus Weißrussland holt sich Bronze. War schon mal Vierter gewesen vor 2 Jahren, jetzt eigentlich aufs Podium gesprungen. Und Christian Diener verpasst das Podium ganz knapp als Vierter. 1100stel haben ihm gefehlt, 23,75 seine Zeit. Das ist eine Steigerung gegenüber den deutschen Meisterschaften. Nochmal sogar relativ deutlich, dass er 24,03 geschwommen. Aber hier die 23,71, also das hat er bestätigt, die Halbfinalzeit. Auch die hätte aber nicht gereicht, um aufs Podium zu hüpfen. Aber er ist ganz dicht dran für einen 18-Jährigen, der zum ersten Mal in der